Hallo und da sind wir auch wieder zu Pokémon Blau. Nachdem wir Major Bob besiegt haben, machen wir uns jetzt auf durch den Felstunnel. Natürlich habe ich den Blitz jetzt in der Diktahöhle gelassen. Ich versuche mich durch den Felstunnel zu wagen, auch wenn ich nicht mehr zu 100% weiß, wo der Weg ist. Natürlich hätte ich auch im Internet gucken können und bla bla bla, aber ich versuche es einfach mal so. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Dann muss man einfach mal durchgucken, durchschauen. Wird schon irgendwie schief gehen. Und falls es doch wirklich so dramatisch ist, dass ich nicht durchkomme, drauf geschissen, dann wird kurz gestoppt und geguckt. Und dann klappt das irgendwie. Man will ja hier nicht gleich zwei, drei Folgen verbringen, indem man sich durch den Felstunnel boxt. Das ist jetzt nicht der Sinn. Aber das wird schon irgendwie klappen. Und was nach dem Felstunnel kommt, wissen wir natürlich alle gar. Muss ich jetzt aber auch nicht ansprechen. Dazu kommen wir später oder eher gesagt nachher. Auf jeden Fall ist es jetzt erstmal wichtig, durch den Felstunnel zu kommen. So, Porenta benutzt der Schneider und dachte ich mir auch, dass jetzt schon die Trainer da stehen. Du trägst Pokémon bei dir, lass uns kämpfen. Ich hoffe, ich komme mit meinem Schildock da auch durch. Weil das Porenta ist nicht wirklich stark, dass ich jetzt sagen kann, okay, cool. Ja, das hilft mir weiter, wenn Schildock kaputt ist. Ich glaube nicht, dass es viel bringt. Die Knofenser, das ist mir damals schon aufgefallen, die Knofenser, die tauchen wirklich oft in Pokémon Gold in der Nähe vom Knofenserturm auf und im Knofenserturm selber. Die sind mir damals in der Pokémon Blau gar nicht so oft erschienen, aber in Pokémon Gold und Silber, da sind sie wirklich sehr oft erschienen. Ich weiß nicht, ob das schon, euch schon aufgefallen ist, also mir auf jeden Fall. Das letzte Knofenser jetzt hier. Also ich versuche so weit wie es geht, die Trainer aus dem Weg zu gehen. Wenn ich es schaffe, super, Level 33, noch drei Stück, dann haben wir ihn gestuttert. Du hast gewonnen. Ich versuche auf jeden Fall den meisten Trainern aus dem Weg zu gehen. Ob mir das gelingt, ist so eine Sache. Ich habe jetzt den Pokémon mit Absicht nicht genommen, weil darauf hat man nur spekuliert. Muss ich jetzt geradeaus oder hoch? Ich bin mir nicht sicher. Nee, gut. Lässt sich leider nicht vermeiden. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Okay, ein Käfersammler. Also manche Trainer kann ich leider nicht aus dem Weg gehen. Die sind so stationiert, also beziehungsweise so hingesetzt, dass ich gegen die kämpfen muss. Was natürlich manchmal echt ärgerlich ist. Aber die Trainer braucht man zum Trainieren, sonst kommt man bei der Pokémon-Arena nicht weiter. Oh, ein Hornleo, bitte nicht. Lass mich den mit einem Biss weghauen. Ich habe nämlich keine Lust, dass der mich wieder vergiftet. Weil ich habe keinen Giftheiler dabei. Oder Giftheiler? Keine Ahnung. Oh, mein neues Gesichtchen in der Anfangsphase. Ein Blutzug. Das erste Mal, wo ich einen Blutzug gesehen habe, das war in... Da, wo die Safari-Zone ist. Ich komme nicht mal auf den Namen von der Stadt. Sophonia City oder so? Keine Ahnung. Da habe ich das erste Mal im Blutzug gesehen. Meine Käfer-Pokémon. Natürlich, die haben wir jetzt besiegt. Das da ist ein Steinwanderer oder Wanderer, wie auch immer. Ich hoffe, ich laufe richtig. Wieder ein Trainer, den ich nicht... Doch, ey, den konnte ich ausweichen. Beziehungsweise er hat mich ja nicht mal gesehen. Das ist sehr interessant. So, ein Pokémon... Center. Natürlich werden wir jetzt hier schnell die Pokémon heilen, falls die in Ohnmacht fallen, dass ich nicht wieder von der Stadt da hinten anfangen muss. Da habe ich nämlich keine Lust drauf, denn wieder den ganzen Weg zu laufen. So, die Pokémon sind fit. Super. Ich benutze jetzt hier Zerschneider. Normalerweise steht da unten ein Trainer. Ja. So, jetzt geht der Felstunnel los.
Ohne Licht, ohne Blitz. Oh mein Gott. Es ist doch schlimmer, als ich dachte. Ich orientiere mich jetzt einfach mal an diesem Weg hier. Das wird schon irgendwie schief gehen. Meine Pokémon wollen kämpfen. Los geht's. Boah, dass der Felstunnel so dunkel ist, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ein Pokémon-Niak. Pokémaniac, Mensch. Und er hat sogar ein Tragosso. Was auch ziemlich selten ist. Ich versuche ihm mit meinem Gebiss den Schädel abzubeißen, beziehungsweise durch die Knochen. Oh nee, nicht Knochenkeule. Okay, es zieht doch nicht viel ab. Also damals hat es viel abgezogen. Damals. Aber es ist gut, dass die Pokémon so stark sind. So schneller kommt Shilock auf 36, damit ich den endlich zum Turtok habe. Was ich mich immer wieder frage, viele haben ja auch damals Pokémon Rot gespielt und die konnten sich ein Pikachu besorgen. Ich weiß bis heute noch nicht woher, keine Ahnung. Ich hatte selber schon Rot gehabt, aber ich hatte kein Pikachu, komischerweise. Game over. So, ich habe mir natürlich vorhin Schutz gekauft, damit man schneller durch diese Höhle kommt. Ich hoffe, ich finde den Weg. Das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Okay, hier ist schon eine Treppe. Die Wand entlang. Okay, ein Trainer. Zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Ja gut, das hab ich früher auch gemacht. Wieder ein Pokémaniac, aber der hat diesmal nur eins, das heißt ein starkes. Ein Fleckmon. Level 25. Ich hoffe, dass Shilock ein bisschen was ausrichten kann gegen diesen... Okay, das Fleckmann, das... Bitte nicht. Oh, gut. Das ist ja nur Aquaknarre. Okay, sein Aussetzer hat aber jetzt nicht lange gehalten. Tja, mein Freund, beim zweiten Mal funktioniert es nicht. Ich bin erschöpft. Erst Game Over, jetzt erschöpft. So, ich glaube, das ging hier hoch. Ich komme nicht oft hierher, aber ich will kämpfen. Verstehe ich jetzt nicht. Eine Pfadfinderin, kein Maniac, eine Pfadfinderin. Und noch ein schlimmes Miraplow dazu, das ist... Nein, bitte nicht, nein! Solange es jetzt mal Absorber macht, komm, oh, das ging aber schnell. Lass uns gerade mal dieses Pokémon weghauen. So, das haben wir natürlich jetzt auch weggehauen. Oh, ein Bisasam, wo hatten die ein Bisasam her? Krass, die hat ein Bisasam. Der einzige, den ich jetzt weiß, der noch eins hat, ist hier Gary. Aber die hat ein Bisasam. Unglaublich. Und Level 34. Noch ein Stück näher. Oh, ich habe verloren. So, jetzt werden wir natürlich mal hier zum Trank greifen. Ich bin irgendwie nicht scharf drauf, dass Shilock schon sterben tut. Super. Weiter geht's. Ich gehe jetzt einfach mal der Wand entlang. Ich habe jetzt keinen Bock, hier irgendwie nochmal einen Trainer über den Weg zu laufen. Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Nein. Der hat ein Glumander, das gibt's doch gar nicht. Wie das Samen, die Pfadfinderin, er hat Glumander, dann kommt bestimmt noch ein Trainer mit Shigi. Das ist Tragosso. Mal wieder. Der Haken ist, der Biss geht langsam zu Ende. Es sind nur noch 10 Attacken übrig oder so.
aber auch schon mal geschafft. So weit, so gut. Okay, erstmal überlegen, muss ich jetzt hier lang? Ich weiß es echt nicht. Nee, von da bin ich ja gekommen. Der Schutz wirkt nicht mehr. Okay, dann ziehen wir uns jetzt gerade nochmal einen Schutz rein. Wo ist Switch? Ah, hier. Mein Pokémon wird dich das fürchten lernen. Okay, wenn er das so sagt, kann er eigentlich Einwanderer. Wanderer setzt Kleinschwein ein, okay? Wir nehmen Schillock und übersteuern ihn mit Wasser. Und das war ein Volltreffer. Ash besiegt Wanderer und er sagt, ich gebe auf, du bist besser. Hätte ich das von vornherein gesagt, hätte er wahrscheinlich erst gar nicht gegen mich gehen. Oh, da seht ihr, ne? Ich glaube, jetzt war es rechts, ne? Rechts. Oh, ist doch nicht wahr. Dieser Tunnel ist verdammt lang. Ja, das stimmt. Okay, wieder ein Wanderer. Wenn jetzt nur Wasserattacken gemacht, da er nur Gesteins-Pokémon bei sich hat. Oh, ein Macholo. Gut. Aquaknarrel. Also nach dem Kleinstand müsste eigentlich Schillock ein weiteres Level erreichen. So, ich denke mal. Leider nicht. Okay. Oh, du hast gewonnen. Weiter geht die Reise. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Ein Möchtegern wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Ich gehe jetzt einfach mal die Treppen da oben rechts rein. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher. Boah, ich hoffe, das ist der richtige Weg. Also hier sind nur Wanderer unterwegs. Da stellt man sich doch die Frage, ob die sich auch eigentlich gegenseitig bekämpfen. Oh, jetzt fahren sie die Schwerngeschütze, aber jetzt kommt ein Georock. Was eine schönes verpixeltes Pokémon. Das hat aber das Georock auch nicht lange überlebt. Und wir erreichen Level 35. Sehr schön. Nur noch ein Level. Ich gebe auf. Gehen wir mal hier hoch. Wanderer nehmen Zweig, um ihren Weg zu markieren. Zweige, achso. Ich hätte natürlich Blitz aus der Dicta-Höhle geholt. Aber das Problem ist einfach, ich habe halt kein passendes Pokémon dafür, um jetzt ein Pokémon mit Blitz auszustatten. Deswegen habe ich es dann gelassen und versuche es jetzt blind durch die Höhle. Bis jetzt läuft alles gut, aber ich hoffe, dass der Weg auch richtig ist. Damals hat man einfach mal eine Taschenlampe genommen, wenn man es Blitz nicht gefunden hat und hat die wirklich sehr nah am Display gehalten. Da konnte man einigermaßen seine Figur sehen. Also konnte man Zwick auch einfach so durch den Tunnel galoppieren.
da man das Spiel ja wirklich als Kind sehr, sehr oft durchgeballert hat, hat man dann irgendwann den Weg von dem Felstunnel aus dem Kopf, konnte man das nicht aus dem Kopf machen. Aber man hat den Splits einfach nicht mehr gebraucht. Ich habe mein Bestes gegeben. Schön. Der Schutz wirkt nicht mehr, der wirkt aber wirklich nicht lang. Das ist ja unglaublich. Boah, da sind ja echt viele Trainer. Haha, kannst du mich besiegen? Kannst du mich besiegen? Stimmt wieder ein Wanderer. Ja, warum frage ich überhaupt? Er hat wieder drei Gesteins-Pokémon bei sich. Nicht schlimm, dafür haben wir ein bisschen Wasser. Die Attacke ist sehr effektiv. Laut. Super. Auch das Kleinstein ist weg. Was ist sein letztes Pokémon? Es ist Nidorok. Nein, ich möchte nicht wechseln. So, Aquaknarre. Schön ins Gestein rein. Ash besiegt den Wanderer. Ich hoffe, das ist jetzt mal der letzte Wanderer hier. Ups, ich habe zu viel. Das ist gut. Oder so in der Art. Muss ich jetzt hoch? Ey, ja, ja, ja. Hallo? Ich weiß, dass hier mal Mädchen waren, die standen diagonal. Ich glaube, ich mach's richtig. Ja. Ja. Ist dann hier der Ausgang irgendwo? Oh. Ich bin wegen den Pokémon hierher gekommen. Das ist bestimmt auch ein Wanderer, das ist dann wieder zum... Oh nein, diesmal ist es eine Pfadfinderin. Sie hat zwei Pokehühner. Eine Morpsi. Ich hoffe mal, dass da vorne jetzt eben der Ausgang war. Weil da war irgendwas, aber ich konnte jetzt nicht so schnell gucken. Mirapla. Das jetzt zum einigermaßen zum Schluss macht dieser Stachelspore, kann ich kotzen, ne? Trotz Stachelspore konnten wir Mirapla weghusten. Und ein wildes Taubsi ist im Anmarsch. Das macht einen ziemlichen Wirbel. Aber wir können es trotzdem beißen. Ich hoffe, dass das reicht. Jawohl, das reicht sogar. So, die Pfadfinderin ist auch besiegt. Alle meine Pokémon wurden besiegt. So, ja, da ist eine Treppe. Ich hoffe, das ist der Ausgang. Jawohl, geschafft, geschafft. Mit einem Durchgang. Gut, ich muss aber dazu sagen, ein bisschen, nur ein bisschen wusste ich noch, wo der Weg hinführt. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich rechts. Und ihr wisst ja alle natürlich, was rechts auf dem Weg auf uns wartet. Da würde ich jetzt aber nicht weitergehen. Ich würde mich dann hier verabschieden und würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal in Pokémon Blau und dann gehen wir Richtung rechts und werden natürlich sehen, was dort ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.